Ich will vielleicht ein paar Sätze kurz zur Reihe sagen. Die meisten von Ihnen waren schon mal Gäste bei einem der Vorträge und Diskussionen unserer Reihe. Die Frage, in welcher Welt leben wir eigentlich und was ist eine Diagnose der Zeit, in der wir leben, ist was, was uns alle umtreibt. Und gleichzeitig ist es wahrscheinlich eine der schwierigsten Fragen, die man sich stellen kann, denn wenn etwas Zeit verstrichen ist und wir schauen zurück, dann wird einem vielleicht einiges klarer, aber wenn wir uns fragen, was ist eigentlich die Gegenwart des Jetzt, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, ist es etwas komplizierter und umso mehr haben wir uns vorgenommen, interessante Leute einzuladen, die zu verschiedenen Schlagworten der Zeitdiagnose uns einen Vorschlag unterbreiten können oder uns zu einer Reflexion mit einladen können. Zeitdiagnose hat ja was mit hat ja nicht nur was zu tun mit steilen Thesen und interessanten Hypothesen, es hat auch was zu tun mit einer gewissen soziologischen Kompetenz oder sagen wir mal eine Kompetenz, die sich sowohl normativ als auch empirisch auszeichnet. Und deshalb sind wir ausgesprochen froh, heute Abend Siegert Neckel da zu haben, Professor in Hamburg für Gesellschaftsanalyse und sozialen Wandel, der uns zum Thema des heutigen Abends sicher einiges Interessantes zu berichten haben wird. Und das Schlagwort, mit dem wir uns heute auseinandersetzen und weshalb Sie sicher auch gekommen sind, heißt ja Neofeudalismus. Wir haben uns dieses Thema aus zwei Gründen ausgesucht. Erstens, weil wir den Ehrgeiz haben, diese Vortragsreihe glossarisch zu gestalten. Das heißt, wir haben von A bis Z Schlagworte und sind beim Buchstaben N angelangt, N wie Neofeudalismus. Wir haben schon vor 3 Jahren gestartet mit dem fantastischen Vortrag von Dietrich Dietrichsen zur Authentizität und so weiter und so fort. Ich will das nicht mehr berichten, aber der tiefere Grund, warum wir Siegert Neckel zum Thema Neofeudalismus eingeladen haben, liegt natürlich daran, dass wir alle irgendwie wissen, dass die Frage von sozialer Gleichheit und von sozialem Auseinanderdriften sicher eine zeitdiagnostische Frage ist, mit der wir uns intensiv befassen müssen. Nur wodurch sich dieses Auseinanderdriften oder die Frage sozialer Ungleichheit, worin die sich genau begründet, wie die sich genau beschreiben lässt und welche Antworten wir darauf geben sollten, steht auf einem anderen Blatt. Und da, lieber Siegert, erhoffen wir uns gewisse Erkenntnisfortschritte heute Abend. Sind sehr froh, dass du da bist, Siegert Neckel. Ich will Sie jetzt, Sie wissen das wahrscheinlich eh schon alle und will Sie nicht mit einer langen Biografie quälen. Es ist viel interessanter, was Siegert Neckel gleich zu sagen hat. Hatte Lehrstühle schon an verschiedenen renommierten Universitäten. Er hat sich seit seiner Promotion mit Fragen der symbolischen Reproduktion sozialer Ungleichheit, so spricht der Soziologe, befasst und dahinter steht genau die Frage, die uns alle interessiert, nämlich wie erklärt sich eigentlich soziale Ungleichheit, bis wohin halten wir sie vielleicht sogar für unvermeidlich und ab wo würden wir sagen, da gibt es ein Problem und am Ende natürlich, welche politischen Antworten, gesellschaftlichen Antworten sollten wir geben. Ich möchte mich noch abschließend ganz kurz bei Stefan Depping herzlich bedanken und auch bei Anne Ulrich von der Grünen Akademie. Die Grüne Akademie ist nämlich die Institution der Böll-Stiftung, die heute Abend einlädt und übergebe das Wort an Professor Neckel. Schönen guten Abend Ihnen. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Freue mich, dass ich einige sehe, die ich aus meinen langen Berliner Jahren kenne und viele andere sehe, die ich jetzt kennenlerne an dem heutigen Abend, nachdem wir hoffentlich eine spannende Diskussion gehabt haben. Peter Siller hat ja schon einiges gesagt. Das Thema Neofeudalismus, die Wiederkehr der Ständegesellschaft. Das heißt, ich will Ihnen etwas darstellen aus meinen Forschungen, die sich mit der Zeitdiagnose sozialer Ungleichheit
beschäftigen, seit einigen Jahren schon. Und ich will Ihnen etwas vorstellen, was über diese Zeitdiagnose sozialer Ungleichheit hinaus den Anspruch hat, einen gesellschaftlichen Wandel insgesamt sozusagen etwas näher aufklären zu können, den ich mit dem Begriff der Refeudalisierung beschreibe. Das heißt, ein gesellschaftlicher Wandel, der dazu führt, dass im Zuge sehr moderner Entwicklungen sehr vormoderne Prinzipien der sozialen Organisation in unseren Gesellschaften der Gegenwart wiederkehren. Lassen Sie mich beginnen. Der Ausgangspunkt. In zahlreichen westlichen Ländern findet gegenwärtig ein sozialer Wandel statt, der neofeudale Privilegien für vermögende Klassen etabliert, während prekarisierte soziale Gruppen mit Verarmung und Exklusion konfrontiert sind. Zur Erklärung dieser neuen Form der Polarisierung der Sozialstruktur, von der vielfach geredet wird, wird in der aktuellen Forschung von einer ständischen Verfestigung sozialer Ungleichheit gesprochen, einer ständischen Verfestigung, die allen modernen Versprechen von gesellschaftlichem Aufstieg und sozialem Ausgleich widerspricht. Der Aufstieg des Finanzmarktkapitalismus hat offensichtlich Muster in der Verteilung von Wohlstand, Muster in der Verteilung von Lebenschancen und Macht mit sich gebracht, die an vormoderne Zeiten erinnern. Und mit Bezug auf ein analytisches Konzept, das in seiner alten Studie zum Strukturwandel der Öffentlichkeit einst von Jürgen Habermas 1962 eingeführt wurde, will ich diesen drastischen Wandel sozialer Ungleichheit, den wir jetzt seit 20 Jahren erleben, im Folgenden Ihnen als eine Refeudalisierung des modernen Kapitalismus vorstellen. Die Analyse von Refeudalisierungsprozessen, so möchte ich zeigen, entschlüsselt eine gesellschaftliche Dynamik der Gegenwart, in der sich Modernisierung als Bruch mit den Prinzipien einer modernen Sozialordnung vollzieht. Und ich möchte zeigen, dass das ein paradoxer Modus, eine paradoxe Art und Weise sozialer Veränderungen ist, nämlich ein Transformationsprozess, der im Zuge eines neoliberalen Umbaus von Wirtschaft und Gesellschaft überwunden geglaubte, vormoderne Sozialformen, vormoderne Rangordnungen wieder entstehen lässt. Meine Argumentation für die nächsten 40 Minuten ungefähr wird dabei folgenden Verlauf nehmen. Zunächst möchte ich kurz den Hintergrund dieses Begriffs der Refeudalisierung darstellen und Refeudalisierung als einen Schlüsselbegriff zum Verständnis zahlreicher Entwicklungen in kapitalistischen Gegenwartsgesellschaften charakterisieren. Wobei ich zweitens darauf eingehen will, dass Refeudalisierung eine besondere, nämlich eine paradoxe Wandlungsform heutiger Gesellschaften ist. Ein zentraler Bereich, so will ich zeigen, von Refeudalisierung ist der heutige Wandel sozialer Ungleichheit, der sich in den untersten Klassen der Sozialstruktur ebenso wie in den obersten Schichten vollzieht. Und zeigen möchte ich deswegen eben, wie der Pauperisierung und der Wiederkehr unfreier Arbeit am unteren Ende die Entstehung neuer Reichtumsoligarchien am oberen Ende der Sozialstruktur korrespondiert. Und abschließend möchte ich aus den dargestellten Prozessen einige soziologische Konsequenzen ziehen für die Gesellschaftsanalyse des heutigen Kapitalismus im Ganzen. Lassen Sie mich am Anfang also etwas zu dem Begriff der Refeudalisierung sagen, auf den ich als analytisches Konzept immer wieder zurückkehre. Dieser Begriff, so hatte ich gesagt, wurde von Jürgen Habermas entwickelt in seiner großen Studie zum Strukturwandel der Öffentlichkeit, die er 1962 publizierte. Unter Öffentlichkeit versteht Habermas eine zwischen Gesellschaft und Staat vermittelnde Sphäre, eine Sphäre, die zwischen Staat und Gesellschaft liegt und die in dieser Sphäre soll den Bürgerinnen und Bürgern eine gleichberechtigte Teilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten erlaubt sein. Die Staatsgewalt ist dabei gedacht als ein Kontrahent der Öffentlichkeit und nicht als ihr Bestandteil, nicht als ein Teil von Öffentlichkeit, wie das noch im Feudalsystem
der Fall ist, wo es auch den Begriff der Öffentlichkeit oder des Öffentlichen auf jeden Fall gibt, nicht der Öffentlichkeit, aber des Öffentlichen, was aber meint die sichtbare Repräsentation von Herrschaft. Von Refeudalisierung der Öffentlichkeit spricht Habermas in seinem Buch nun überall dort, und ich kürze das einfach sehr entschieden ab, wo sich die wirtschaftliche Macht Einzelner, das ist die wirtschaftliche Medienmacht, die Medienmogule, die entstehen, bruchlos in die Beherrschung des öffentlichen Raumes übersetzt und somit erneut Privatinteressen die Verhandlungsweisen allgemeiner Angelegenheiten bestimmen. Im Rahmen der bürgerlichen Gesellschaft, so will Habermas zeigen, setzt dann eine Rückkehr zur Privatisierung des öffentlichen Raumes ein, eine Rückkehr sozusagen, die jetzt aber nicht mehr politisch durchgesetzt wird durch eine Oberherrschaft, sondern eine Rückkehr zur Privatisierung des öffentlichen Raumes aufgrund ökonomischer Macht. Das erinnert an vorbürgerliche Epochen, in denen eine Trennung zwischen allgemeinen Angelegenheiten und privaten Interessen überhaupt noch gar nicht vorhanden war. Bei Habermas sind es mit anderen Worten ökonomische Monopolbildungen, die ehedem vorbürgerliche Machtformen, die öffentliche Darstellung von Macht, wieder in den öffentlichen Raum eindringen lassen. Und so kehrt eben die öffentliche Darstellung persönlicher, monarchischer Macht gewissermaßen als Public Relations wirtschaftlich mächtiger Privatpersonen zurück, wenn Sie so wollen. Die Thesen von Colin Crouch zur Postdemokratie sind Thesen, die das im Grunde genommen heute wieder aufgenommen haben. Auch die heutige Medienforschung spricht davon, dass wir so etwas wie einen neuen Strukturwandel der Öffentlichkeit erleben, weil insbesondere in den Online-Medien neue kommerzielle Aufmerksamkeitslandschaften entstanden seien, die Diskurse jenseits aller öffentlichen Belange favorisieren. Von Refeudalisierung sprechen die aktuellen Studien zum Mediengeschehen allerdings nicht. Das scheint für die Modernität der Online-Kommunikation scheinbar irgendwie nicht zu passen. Gleichwohl sind Google, Apple, Facebook, Microsoft, Amazon und andere Regenten des Big Data drastische Beispiele dafür, wie aus der ursprünglich verteilten Netzwerkstruktur des Internets längst schon private Imperien digitaler Medienmacht entstanden sind. Facebook, wie Sie wissen, wird weltweit, so schätzt man, von etwa 1,4 Milliarden Menschen genutzt, aber nur von einer einzigen Person kontrolliert. Das ist der Grund, warum auch die heutige Medienforschung auf die Analysen von Habermas mit der Refeudalisierung von Öffentlichkeit wieder mit einer besonderen Aufmerksamkeit schaut. Der Zustand von Öffentlichkeit ist aber nicht nur medientheoretisch von Interesse. Wie sich die öffentliche Sphäre verändert, stellt für die Gesellschaftsanalyse stets ein generelles Symptom des sozialen Wandels dar. Und die zentrale These meines Vortrages ist dann auch, dass nicht allein im öffentlichen Raum sich Veränderungen vollziehen, die dem Begriff der Refeudalisierung aufs Neue Aktualität verleihen. Vielmehr, so will ich zeigen, jedenfalls ausschnittsweise zeigen, vollzieht sich in zahlreichen gesellschaftlichen Teilbereichen gegenwärtig ein Wandel, der im Zuge einer neoliberalen Modernisierung von Wirtschaft und Gesellschaft wieder vormoderne Sozialformen, Rangordnungen und Herrschaftsstrukturen entstehen lässt. Dies geschieht nicht als Rückfall in alte Zeiten. Wir erleben nicht einen neuen Feudalismus in dem Sinne, sondern als paradoxes Ergebnis gesellschaftlicher Transformationen, die Altes als Neues erzeugen und hierbei neofeudale Muster in der Verteilung von Reichtum, Anerkennung und Macht produzieren. Als Bewegungsmodus, als Art und Weise, wie sich dieser Wandel vollzieht, zeigt Refeudalisierung deshalb einen viel komplexeren Vorgang an als die Rückkehr zur Vergangenheit. Es gibt sowieso in der Gesellschaftsgeschichte keinen Rückkehr zur Vergangenheit. Die Gesellschaftsgeschichte ist keine TV-Serie, wo man sich die Staffel 1 nochmal anschauen kann, sondern es ist natürlich ein permanenter Wandel. In der Sozialtheorie, in der Soziologie und in der Sozialtheorie insgesamt
herrschen bis heute allerdings Modelle, Denkmodelle des gesellschaftlichen Wandels vor, die entweder von der Annahme progressiver Weiterentwicklungen gehen, ausgehen, etwa in der Modernisierungstheorie, dass die Gesellschaftsgeschichte, der gesellschaftliche Wandel sozusagen progressiv, fortschrittlich nach vorne geht. Und auf der anderen Seite der Nachweis regressiver gesellschaftlicher Verfallsprozesse, wie das etwa in der älteren kritischen Theorie der Frankfurter Schule der Fall gewesen ist, wo den Annahmen, den optimistischen Annahmen einer linear voranschreitenden progressiven Modernisierung die düstere Annahme eines Verfalls der Kultur entgegengestellt wurde. Ich möchte demgegenüber zeigen, und das ist sozusagen so ein bisschen die generelle theoretische Überlegung, die ich habe, dass diese Dichotomie, diese Gegenüberstellung von progressiven und regressiven Wandlungsformen des Kapitalismus durch komplexere Modelle paradoxer Veränderungen ergänzt werden muss. Und so verstehe ich eben Refeudalisierung als ein Beispiel gesellschaftlichen Wandels, der eine paradoxe Modernisierung inmitten des modernen Kapitalismus betrifft. Im Modus der Refeudalisierung vollzieht sich kapitalistische Modernisierung mithin als ein in sich gegenläufiger Vorgang, wie ein Zahnradgetriebe mit rückwärtiger Drehrichtung, das sein Objekt nach vorne trägt, indem es sich selber nach hinten bewegt. In der Welt des Kinos ist diese paradoxe Gegenbewegung, etwas geht nach vorne, indem es sich selbst nach hinten bewegt. In der Welt des Kinos ist solch eine paradoxe Gegenbewegung als sogenannter Dolly-Zoom oder auch als der Vertigo-Effekt bekannt, seit dieser Effekt erstmals in Alfred Hitchcocks Film Vertigo aus dem Reich der Toten aus dem Jahr 1958 eingesetzt wurde. Der Vertigo-Effekt kommt dadurch zustande, dass die Kamera auf ein Objekt zuläuft, also nach vorne geht, während gleichzeitig rückwärts gezoomt wird, ohne dass sich dabei der Bildausschnitt verändert. Hierdurch entsteht ein starker visueller Sog, den Hitchcock verwendete, um die Höhenangst seines armen Hauptdarstellers, Sie erinnern sich, James Stewart, filmisch zum Ausdruck zu bringen. Und es ist genau dieser Vertigo-Effekt gesellschaftlichen Wandels, der mich im Folgenden interessiert, also eine Wandlungsform unserer Gesellschaft, in der etwas nach vorne geht, in dem das antreibende Movens sich nach hinten bewegt. Ich mache das an konkreten Beispielen der sozialen Ungleichheit im Verlaufe des Vortrages noch deutlich. Refeudalisierungsprozesse erkenne ich in grundsätzlich vier Dimensionen der heutigen Sozialordnung. In vier großen Bereichen erkenne ich Refeudalisierungsprozesse. Erstens, darüber werde ich anschließend hauptsächlich sprechen, erstens hinsichtlich der Sozialstruktur und einer Verwandlung sozialer Ungleichheit, die in ihren Merkmalen der Polarisierung unvergleichbarer Soziallagen und der ständischen Verfestigung deutliche Anzeichen eines Neofeudalismus aufweist. Zweitens, in Hinsicht auf die Organisation wirtschaftlicher Prozesse und in Hinsicht auf den Status der auf den Finanzmärkten vorherrschenden ökonomischen Führungsgruppen, die nicht unternehmerisch tätig sind, sondern als Rentiers. Und auch hier, darauf werde ich eingehen. Drittens erkenne ich so etwas wie eine normative Refeudalisierung der Werte in Bezug auf die Rechtfertigungsordnung des Finanzmarktkapitalismus. Und dies betrifft etwas, womit ich mich vorher ausführlich beschäftigt habe, die Ablösung des Leistungsprinzips durch die Maximen des reinen finanziellen Erfolgs und jene Refeudalisierung von Anerkennung, die sich bei den Celebrities des Medienzeitalters durch die Wirkungsweise von Prominenz vollzieht. Viertens schließlich als Refeudalisierung des Wohlfahrtsstaates, der öffentliche Sozialpolitik als Stiftung und als Spende privatisiert und sozialstaatliche Anrechte in Abhängigkeit von privater Mildtätigkeit
verwandelt. Wenn man jetzt, und damit will ich mich im Folgenden beschäftigen, auf die Sozialstruktur zu sprechen kommt, auf die Polarisierung der Sozialstruktur, so sind, so will ich zeigen, in den letzten zwei Jahrzehnten in zahlreichen kapitalistischen Ländern Formen einer Refeudalisierung sozialer Ungleichheit entstanden. Merkmale dieser Entwicklung sind eine höchst einseitige Bevorteilung der gesellschaftlichen Spitzen, die sich eines historisch einmaligen Vermögensreichtums erfreuen, während untere Schichten nicht nur pauperisiert werden, sondern zunehmend Arbeitsverhältnissen ausgesetzt sind, die nicht mehr den elementaren Standards moderner Vertragsverhältnisse entsprechen. Dass die heutigen Organisationsformen von Arbeit sich im globalen Maßstab häufig von den modernen Normen der Rechtsgleichheit entkoppeln, stellt etwa im Segment der häuslichen Dienstleistungsarbeit ein transnationales Massenphänomen dar. So hat sich in der Forschung zu den globalen Wanderungsströmen von zumeist weiblichen Arbeitskräften, die in den Metropolen als Hausangestellte beschäftigt sind, eine Debatte darüber entwickelt, ob wir es heute bei der migrantischen Hausarbeit nicht mit der Rückkehr der alten Dienstbotengesellschaft und der Refeudalisierung häuslicher Arbeitsverhältnisse zu tun haben. Die neuen Dienstmädchen, die auf den globalen Angebotsmärkten von Hausangestellten auf Jobsuche sind, befinden sich demnach inmitten von persönlichen Abhängigkeitsverhältnissen, welche die bürgerlich moderne Trennung von öffentlich und privat, von Arbeitsplatz und Wohnung, von Lohnzahlung und persönlicher Zuwendung hinfällig werden lassen. Damit gehen Arbeitsverhältnisse einher, in denen sich keinerlei Vertragsgleichheit ausbilden kann und die besonders anfällig sind für Gewalt und für sexuelle Nötigung. Insbesondere in dem weltweit riesigen Arbeitssegment der sogenannten Global Care Chains, in denen Frauen ihre ärmeren Herkunftsländer verlassen, um in den reicheren Ländern Pflege und Hausarbeit zu leisten, insbesondere dort haben sich Arbeitsverhältnisse wieder in persönliche Abhängigkeitsverhältnisse verwandelt, die hinter alle historischen Fortschritte der modernen Gesellschaft in der Vergabe von Rechten zurückfallen und vor allem Frauen in neofeudale Herrschaftsabhängigkeiten zwingen. Nicht weniger drastische Formen unfreier Arbeit kennen wir aus dem unübersehbaren Heer industrieller Wanderarbeiter, insbesondere aus Asien, Afrika und manchen Ländern Lateinamerikas, die beispielsweise in China die neuen Megastädte hochziehen, auf den Baustellen der Arabischen Emirate als Arbeitskräfte ohne Pässe schuften, auf den Baumwollfeldern Usbekistans staatlich organisierte Zwangsarbeit zugunsten von Oligarchen verrichten oder zu den schätzungsweise 20 Millionen Menschen in Indien zählen, die in persönlicher Schuldknechtschaft leben. Zwar beruhen diese aktuellen Formen von Arbeitssklaverei auch auf alten rassistischen Herrschaftsstrukturen, wie etwa die ethnische Sklaverei in afrikanischen Ländern wie dem Sudan oder Mauretanien. Doch sind sich die Experten von Menschenrechtsorganisationen wie der Walk Free Foundation und dem International Labour Office darin einig, dass es das moderne Zeitalter der Globalisierung ist, in dem die Arbeitssklaverei eine neue Blüte erlebt hat und bisher ungekannte Ausmaße annimmt. Während die sozialwissenschaftliche Forschung schätzt, dass heute zwischen 30 und 35 Millionen Menschen unter rechtlosen und gewaltbasierten Bedingungen leben, die der Sklaverei ähneln, ging das International Labour Office 2014 davon aus, dass weltweit 21 Millionen Menschen Opfer von Zwangsarbeit sind, wobei das ILO eine viel höhere Dunkelziffer vermutet, 21 Millionen Menschen Opfer von Zwangsarbeit sind, mit der jährlich Profite in Höhe von ca. 150 Milliarden Dollar erzielt werden. Im 21. Jahrhundert leben danach mehr Zwangsarbeiter auf der Erde als jemals zuvor in der menschlichen Geschichte. Neben der Globalisierung hat dafür das Bevölkerungswachstum gesorgt, das zu einer historisch einmaligen Verbilligung unfreier Arbeit führte. Außerdem werden die weltweiten Migrationsströme ökonomisch ausgenutzt.
Sie vollziehen sich vielfach illegal, weshalb die Migranten weitgehend schutzlos sind. Die Ausbeutung von Arbeitskräften als bloßes Material und die schonungslose Vernutzung von Körperkapital ist deswegen auch in den Zentren der Globalisierung keineswegs unbekannt. Zwangsarbeit und Menschenhandel, extreme Arbeitsausbeutung, aber auch moderne Formen der Schuldknechtschaft, wie etwa die Selbstverpfändung als Arbeitskraft, sind heute ebenfalls in westlichen Ländern vorhanden. In der Fleischindustrie, in Kohleminen, in der Bauwirtschaft, bei der häuslichen Pflege, bei einfachen Diensten oder im Agrarsektor sind unter der Ägide westlicher Firmen und Subunternehmen Formen von Rechtlosigkeit und einer persönlichen Kontrolle in die Arbeitsverhältnisse eingezogen, die allen modernen Normen der rechtlichen Freiheit beim Eintritt in den Arbeitsmarkt zuwiderlaufen. Sie erinnern sich an die berühmte Formel von Marx, der doppelt freie Lohnarbeiter, der frei von Produktionsmitteln ist, weshalb er seine Arbeitskraft verkaufen muss, aber auch persönlich frei und ungebunden, weshalb er sozusagen den Arbeitsmärkten überhaupt nur zur Verfügung stehen kann. Insbesondere im weltweit expandierenden Bereich einfacher Dienstleistungen ist eine Unterschichtung des bisherigen Serviceproletariats eingetreten. Dort, in diesen neuen einfachen Dienstleistungsbereichen, ist ein neuer sogenannter Dumping Ground der modernen Arbeitsgesellschaft entstanden, in dem die Löhne nicht mehr existenzsichernd sind und sich die dort Beschäftigten vollkommen jenseits aller Möglichkeiten von sozialer Sicherung, Qualifizierung und der Aussicht auf beruflichen Aufstieg verdingen. Stattdessen gilt, was die betreffende Forschung eine marktbezogene Statusfatalität nennt. Marktbezogene Statusfatalität, um die komplette Aussichtslosigkeit dieser extrem prekarisierten Arbeitsexistenzen zu charakterisieren. Historisch betrachtet ist der Fatalismus gegenüber einer Soziallage, die unabänderlich erscheint, ist der Fatalismus das typische Merkmal einer Sozialordnung der ständischen Armut, die sich deswegen nie wird verändern können. Tritt dieser Statusfatalismus allerdings in einer modernen Marktgesellschaft auf, dokumentiert er eine Refeudalisierung der Arbeitsexistenz, sind es doch die modernen Tendenzen einer entgrenzten Kommodifizierung von Arbeit, die im Ergebnis wieder in die Existenzformen unterständischer Sozialschichten hineinführen, wie wir sie aus vorindustrieller Zeit kennen. Stellen die Wiederkehr unfreier Arbeit und stellt die ständisch verfestigte Prekarität die drastischsten Formen der Refeudalisierung am untersten Ende der sozialen Hierarchie dar, so vollzieht sich die Refeudalisierung der heutigen ökonomischen Oberschichten in nicht weniger unbürgerlichen Formen, als dies bei der Wiederkehr von Arbeit jenseits von Vertragsgleichheit und sozialer Existenzsicherung zu beobachten ist. An der Spitze der Sozialstruktur ist eine neue Reichtumsoligarchie entstanden, die auf einem historisch einmaligen Vermögenszuwachs basiert. Dieser beispiellose Wohlstand geht nicht auf moderne ökonomische Prinzipien wie Leistungserbringung, Wettbewerb und Markterfolge zurück, wie dies dem Selbstverständnis einer bürgerlich-kapitalistischen Sozialordnung entspräche, sondern geht zurück auf Strategien der Privilegiensicherung, die ihren Ursprung in vorkapitalistischen Zeiten haben. Nehmen wir als Beispiel die Entwicklung der Spitzeneinkommen im ökonomischen Topmanagement. In den Vereinigten Staaten lag Mitte der 1960er Jahre das Verhältnis der Einkommen von CEOs zu den Durchschnittsgehältern bei 20:1, Mitte der 60er Jahre in den USA. Im Jahr 2012 ist die sogenannte CEO Pay Ratio in den USA auf das 273-fache gestiegen, von 20:1 zu 273:1. Auch in jenen europäischen Gesellschaften, die sich noch immer als soziale Marktwirtschaften verstehen,
hat sich eine ähnliche Entwicklung eingestellt. So erhielten die Vorstände der 30 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland 1989 ein Jahresgehalt von durchschnittlich 500.000 D-Mark, was seinerzeit ebenfalls das 20-fache der durchschnittlichen Arbeitnehmereinkommen betrug. Im Jahr 2010 waren die Vorstandsgehälter auf jährlich 6 Millionen Euro gestiegen, womit sich das Verhältnis zu den Durchschnittseinkommen auf das 200-fache vergrößert hat. Versucht man, die Ursachen dieser immensen Zugewinne zu ermitteln, stellt man fest, dass es keinen einzigen wirtschaftlichen Faktor gibt, der diesen sprunghaften Anstieg der Einkünfte des Topmanagements auf dramatisch zunehmende Leistungsdifferenzen oder einen plötzlichen Anstieg ihrer Produktivität zurückführen könnte. Die Spitzeneinkommen sind kein Pay for Performance, sondern vielmehr Ausdruck einer gewachsenen Macht in den Vorständen und Aufsichtsräten von Aktiengesellschaften, den Unternehmen wesentlich mehr Revenue zu entziehen, als irgendeine Spitzenkraft als eigenen Leistungsbeitrag seiner Firma hinzufügen kann. Ökonomisch beruht diese Art der Gewinnmaximierung darauf, Marktprozesse zu unterlaufen. Markthandeln ist ja stets mit der Ungewissheit darüber verbunden, ob sich die eingesetzten Aktiva auch tatsächlich verwerten lassen. Insbesondere Wettbewerb, obwohl eine grundlegende Voraussetzung von Märkten, insbesondere Wettbewerb vermag, Gewinnaussichten zu vereiteln, weil Konkurrenz die erwarteten Erlöse zunichte machen kann. Daher ist es stets die vorteilhafteste Option, unbehelligt vom Wettbewerb Erträge zu sichern. Die Möglichkeiten zu einem solch marktfernen Bezug eigener Einkünfte sind sozial aber höchst ungleich verteilt. In den gesellschaftlichen Oberschichten sind zahlreiche Chancen vorhanden, sich dem Markt zu entziehen, um höchste Erträge ohne Leistung und Wettbewerb zu erzielen. Die Statuspositionen bevorteilter Gruppen in Vorständen und Aufsichtsräten und anderen wirtschaftlichen Führungsgremien geben Gelegenheit, sich gegenseitig Privilegien zu gewähren, sei es als direkte Zahlungen, als Vergünstigungen, als garantierte Prämien oder Versorgungsansprüche. Die Handlungsregeln bei einer solchen Ausübung ökonomischer Macht werden auch in den Wirtschaftswissenschaften allgemein als Rent-Seeking oder auch als Rent-Extraction bezeichnet, weil es darum geht, Unternehmen hohe leistungslose Einkommen und somit Renten zu entziehen. Der Bezug solcher Renten, die aus Unternehmen als privilegierte Vergünstigungen herausgezogen werden, verändert mit dem einzigartigen Reichtumszuwachs an der Spitze, aber auch die Struktur der sozialen Ungleichheit insgesamt. Der amerikanische Sozialstrukturforscher David Grusky von der Stanford University, auf den ich in diesem Zusammenhang rekurriere, sieht in dem unterschiedlichen Ausmaß, in dem Renten verschiedenen Klassen zur Verfügung stehen, dann auch den entscheidenden Grund für die drastische Vertiefung sozialer Ungleichheit in den letzten 2 bis 3 Jahrzehnten. Während in den unteren Schichten in dem Maße eine Politik der Rentenzerstörung, der Rent Destruction stattfand, wie Mindestlöhne ökonomisch entwertet wurden, haben im Unterschied dazu an der Spitze der Sozialstruktur Strategien der Rent Creation nachhaltigen Erfolg gehabt, insbesondere als Garantien exzessiver Einkünfte für das Topmanagement. So wie mit dem Neoliberalismus garantierte Leistungsansprüche bei den Beziehern niedriger Einkommen zersetzt worden sind, wurden sie in der Belle Etage der gesellschaftlichen Rangordnung massiv neu geschaffen. Mit Bezug auf europäische Gesellschaften wie Deutschland kann man diese Entwicklung auch als eine Art asymmetrische Vermarktlichung bezeichnen, die verschiedene Sozialklassen ganz unterschiedlich berührt, während untere Schichten deregulierten Arbeitsmärkten bis hin zur Wiederkehr unfreier Arbeit ausgesetzt sind, wurden für die Einkommensspitzen zahlreiche Einrichtungen geschaffen,
dass garantierte Ansprüche auf Maximaleinkommen gerade da, die garantierte Ansprüche auf Maximaleinkommen gerade dadurch etablieren, dass Marktprozesse ausgeschaltet werden. Das heißt, asymmetrische Vermarktlichung bedeutet eine starke Vermarktlichung unten, sozusagen Kommodifizierung der Arbeit, Aussetzung sozusagen der Arbeit den deregulierten Arbeitsmärkten und Wettbewerbsverzicht sozusagen oben. Das Privileg leistungsloser Renten, deren spektakuläre Summen sich der Ausbeutung der gesellschaftlichen Umwelt und der Ausnutzung von Gelegenheitsstrukturen verdanken, ist aber nicht der einzige Faktor, der heute zu einer Art Feudalkapitalismus und zu einem New Gilded Age führt, wie dies in der internationalen Ungleichheitsforschung mittlerweile bezeichnet wird. Weitere Faktoren der Refeudalisierung, die nicht weniger dem historischen Arsenal einer ständischen Privilegierung entsprechen, sind direkt politischer Natur. Die beispiellose Bevorteilung einer globalen Reichtumsklasse, die ihre gigantischen Erträge vor allem aus den Finanzmärkten bezieht, ist Resultat einer Art staatlichen Gabenökonomie für die Vermögenden. In den meisten westlichen Ländern wurden in den letzten 20 Jahren milliardenschwere Geschenke in Form massiver Steuersenkungen auf Kapitalerträge, auf Erbschaften und hohe Einkommen vergeben. Die neoliberale Steuersenkungspolitik für die Reichen und für die Unternehmen und die Banken, die von ihnen kontrolliert werden, geht hauptsächlich darauf zurück, dass es den reichen Bevölkerungsgruppen überall in den westlichen Gesellschaften aufgrund ihrer ökonomischen Stärke politisch gelungen ist, faktisch eine Vetomacht gegen die Beeinträchtigung ihrer Vermögensinteressen zu etablieren. Soziologisch stellt sich die Frage, welcher Begriff für diese Organisationsform einer solchen Art von Privilegierung eigentlich angemessen ist. Und Sozialwissenschaftler wie Jeffrey Winters oder Wolfgang Streeck in Deutschland scheuen sich nicht, hier von der Bildung einer neuen Oligarchie zu sprechen und verwenden somit eine Kategorie Oligarchie, die seit 1990 vornehmlich für die reichen Magnaten hinter den politischen Kulissen Russlands, der Ukraine, Singapurs oder Chinas verwendet worden ist. Stellen und vor allen Dingen der amerikanische Politikwissenschaftler Jeffrey Winters ist dem intensiv nachgegangen, stellen in diesen Ländern, von der Ukraine bis China, autoritäre, mehr oder minder autoritäre Regierungssysteme den politischen Bezugsrahmen ökonomischer Interessen dar. So sind Oligarchien im Westen dadurch gekennzeichnet, dass Demokratie und Oligarchie als zwei gegensätzliche Formen von Interessendurchsetzung in einem politischen System koexistieren. Die neuere Forschung spricht deshalb davon, dass wir es im westlichen Kapitalismus heute mit sogenannten, Winters nennt das so, mit sogenannten zivilen Oligarchien zu tun haben, die im Unterschied zu historischen Vorgängern, die eher die kriegerischen, die sultanischen Oligarchien der Vergangenheit nennt, die im Unterschied zu diesen historischen Vorgängern nicht selbst regieren, sondern sich auf den Rechtsstaat stützen, auf den sie zugunsten ihrer Vermögensinteressen erheblichen Einfluss ausüben. Wobei die politische Zurückhaltung der Reichtumsoligarchien, was die direkte Ausübung politischer Herrschaft betrifft, im letzten Jahrzehnt, wie Sie jetzt auch gerade im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf sehen können, erheblich nachgelassen hat. In modernen Demokratien stellen Oligarchien ökonomisch mächtige Interessensgemeinschaften dar, die in ihren politischen Präferenzen der Vermögensverteidigung, nicht vollkommen übereinstimmen müssen, um sich im gemeinsamen Imperativ der Vermögensverteidigung miteinander zu verbünden. Hinzu kommt trotz, also zumeist politischer Abstinenz, ihre politisch äußerst wirksame Position aufgrund ihrer immensen Finanzkraft, Staat und Gesellschaft in Abhängigkeit von den eigenen wirtschaftlichen Entscheidungen halten zu können. Die zivilen Oligarchien der Gegenwart verändern damit die Balance zwischen demokratischen Institutionen
und den privilegierten ökonomischen Interessen maßgeblich zu ihren Gunsten. Nicht bürgerliche Prinzipien wie Leistung und Wettbewerb entscheiden somit über Einkommen und Vermögen, sondern gesellschaftlicher Status, wirtschaftliche Stärke und die Gunst der politischen Macht. Zusammengenommen führen diese Entwicklung dazu, dass die modernen Gesellschaften der Gegenwart wieder ein Ausmaß sozialer Ungleichheit aufweisen, das, Thomas Piketty hat das gezeigt, das im frühen 19. Jahrhundert bestand. Seinerzeit, im frühen 19. Jahrhundert, verfügt in europäischen Gesellschaften das oberste Dezil der Bevölkerung über 80-90% des Gesamtvermögens. Heute sind es auch in Gesellschaften wie Deutschland ca. 70%, nachdem der sozialstaatlich regulierte Kapitalismus der Nachkriegszeit diesen Anteil zeitweilig auf etwa 45% abgesenkt hatte. Entsprechend liegt der sogenannte Gini-Koeffizient auch in einem Land wie Deutschland. Der Gini-Koeffizient ist ein Koeffizient, der das Ausmaß der sozialen Ungleichheit misst. Nunmehr bereits bei 0,78 in Deutschland im Jahr 2012, was unter vergleichbaren Ländern in der OECD nur von den USA mit einem höheren Wert überboten wird. Thomas Piketty spricht in diesem Zusammenhang von der Rückkehr eines patrimonialen Kapitalismus, der auf der Hyperkonzentration von Kapital in den Händen einer neuen oligarchischen Reichtumsklasse basiert. Die Patrimonialgesellschaft von heute lässt dynastische Strukturen ökonomischer Macht entstehen, in denen Erbschaft, Heirat und große Vermögen wieder eine überragende Rolle spielen und Erträge abwerfen, zu denen man es durch Bildung, durch Arbeit und Leistung niemals bringen kann. In einer langfristigen historischen Perspektive betrachtet, gehört es zu den Paradoxien dieses gesellschaftlichen Wandels, dass heute das reichste Segment eines Wirtschaftsbürgertums, das sich im Anbruch der kapitalistischen Epoche vom Feudalismus abgegrenzt hatte, nun seinerseits versucht, die eigene Position mit denselben Mitteln der Rentenherausziehung und der Vererbung dynastischer Macht zu befestigen, wie einst die aristokratische Oberschicht. In dieser historischen Gemeinsamkeit stellen die großen Kapitaleigner zusammen mit den reichen Investoren auf den Finanzmärkten und dem Top-Management eine geschlossene und ständisch privilegierte Klasse dar. Ihre beherrschende Position in den ökonomischen Prozessen der Globalisierung und des Finanzkapitalismus verdanken sie der Refeudalisierung des modernen Kapitalismus und damit dem Paradox einer gesellschaftlichen Entwicklung der Gegenläufigkeit. Verknüpft ist diese neofeudale ökonomische Position mit dem Zuwachs eigener politischer Macht in den heutigen Postdemokratien, eine politische Macht, welche die Oberklassen insbesondere zur Sicherung ihrer Vermögensinteressen verwenden. Es ist das Verdienst einer Studie, einer alten Studie über den Strukturwandel der Öffentlichkeit, dass Jürgen Habermas einst am Beispiel der Refeudalisierung von Öffentlichkeit herausgearbeitet hat, auf welche Weise der Kapitalismus im Fortgang seiner Modernisierung jenen bürgerlichen Charakter verlieren kann, dem er einst seinen Ursprung verdankte und damit auch jene normativen Eigenschaften einbüßt, die ihn als historisch neu gekennzeichnet haben. Als Paradigma eines generellen gesellschaftlichen Wandels verstanden, erschließt uns die Theorie der Refeudalisierung des modernen Kapitalismus aber noch andere zentrale Sphären der gesellschaftlichen Gegenwart. Die neue Pauperisierung von Arbeit, die Wiederkehr extremer Formen von Ausbeutung sowie die Entstehung neuer Reichtumsoligarchien und das Anwachsen dynastischer Macht sind, denke ich, besser zu verstehen, wenn wir diese drastischen Formen des gesellschaftlichen Wandels als Phänomene einer Refeudalisierung
analysieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen herzlichen Dank, Sigurd Neckel. Ich spüre oder ahne schon so eine elektrische Spannung im Publikum, weil natürlich der sehr pointierte und zugespitzte Vortrag von Sigurd Neckel am Ende, am heutigen Abend, als Einladung zu verstehen ist zur Kontroverse und zum Mitdenken und Mitargumentieren hier in der Runde. Übrigens, falls Sie sich wundern, das vergaß ich eingangs, warum hier links ein Jägerstand abgebildet ist, so nannten wir das zumindest in Süddeutschland, das liegt es daran, dass wir jetzt versuchen würden, analytisch etwas Abstand zu bekommen, vielleicht auch zu den eigenen Emotionen und Empörungsgefühlen und vielleicht den Thesen von Sigurd Neckel jetzt in der verbleibenden Zeit nochmal etwas der Reihe nach nachgehen. Einverstanden, Sieger? So. Ich sehe jetzt meine Rolle darin, als Gesprächsleiter vielleicht mal die Diskussion so ein bisschen in Fahrt zu bringen. Habe mir so 2, 3 Fragen überlegt, die jetzt auch nochmal an deine Gliederung anschließen. Und bitte Sie, sich schon mal mit Fragen und Kurzinterventionen vorzubereiten. Ich vermute, weil wir heute Abend sehr viele sind, dass wir nicht alle allen Redewünschen nachkommen können. Deswegen bitte auch jetzt schon möglichst kurz und pointiert, damit möglichst viele die Gelegenheit haben, gleich mitzudiskutieren. Sigurd, was ich eingangs noch mal fragen wollte, zu deinem ersten Punkt, nämlich noch mal das, was du regressive oder progressive Zeitdiagnose genannt hast, oder ich würde ja auch sagen Geschichtsdeutung. Wie würdest du eigentlich den frühen Habermas 1963 im Rückgang bewerten, der ja 1963, glaube ich, das ist das Jahr Strukturwandel der Öffentlichkeit, sagt, wir stehen vor einer Refeudalisierung der Gesellschaft. Ich muss da deshalb etwas schmunzeln, weil wir doch im Rückblick sagen würden, das war ungefähr der Zeitpunkt, wo überhaupt in der Bundesrepublik sowas wie eine dynamische, inklusive Öffentlichkeit erst überhaupt am Entstehen war, mit allem, was dann 68 fortfolgende folgte. Wollte ich dich gerne als erstes noch mal fragen zum historischen Ursprung. Ja, vielen Dank. Ich würde sagen, also Habermas, als er 62, 63 geschrieben hat, insgesamt würde ich Habermas, jedenfalls was den Strukturwandel der Öffentlichkeit betrifft, in seiner Analyse noch eher also dem Lager zuschreiben oder zuordnen, das davon ausgeht, dass wir es mit einem regressiven Rückschritt zu tun haben. Ja? Das ist dem Habermas in seiner Analyse von Öffentlichkeit ja auch häufig vorgeworfen worden. Er idealisiere die bürgerliche Öffentlichkeit, ja, um dann die Weiterentwicklung als Verfall zu diskreditieren. Und ich würde auch sagen, tatsächlich ist es so, dass Habermas da sich ja später von manchen Elementen seiner Analyse auch selber distanziert hat und das dann nochmal anders beschrieben hat, dass er hier fast ein bisschen in der Frankfurter Tradition so etwas wie einen Verfallsprozess beschreibt, wovon ich mich insofern unterscheiden wollte oder will, als es mir nicht darum geht, sozusagen ein Ideal zu benennen, vor dem dann gegenwärtige Entwicklungen wie ein Rückschritt erscheinen, sondern mir kommt es darauf an, dass in den gegenwärtigen Entwicklungen des Fortschritts, wenn wir so wollen, Elemente des Rückschritts untrennbar verbunden sind. Ja, das ist diese Bewegung der Gegenläufigkeit, die ich immer versuche, deutlich zu machen, wo ich dann bis hin zu Alfred Hitchcock gehe, um es irgendwie verständlich zu machen. Etwas geht nach vorne, indem es sich aber selber nach hinten entwickelt. Die Geschichte mit der Zeitgeschichte der Öffentlichkeit, da bin ich dir dankbar für die Frage, weil es mir Gelegenheit gibt zu sagen, ich beschreibe eine Konfliktstruktur. Wenn man davon ausgeht, jetzt mal ganz stark auf den Bereich von medialer Öffentlichkeit bezogen, also dass die Macht der Springerpresse, ja, und die Monopolisierung
von Medien macht. Ein wichtiger Anlasspunkt der Studentenbewegung war, der Oppositionsbewegung der 60er Jahre, dann war das also eine Entwicklung, die Habermas beschrieben hätte in den Kategorien der Refeudalisierung, gegen die sich dann Widerstand entwickelt hat. Ja, das war gewissermaßen aus dieser Perspektive betrachtet eine Voraussetzung der sozialen Bewegungen, die sich dagegen artikuliert haben. Und ich würde denken, dass es in der heutigen Gegenwart ähnlich ist. Also ich glaube, dass diese Gesellschaftsdiagnose, wie ich sie vertrete, auch dafür geeignet ist, moderne Konfliktlinien zu beschreiben, in denen es so etwas wie einen Aufstand der Bürgerlichkeit gibt, ja, gegen sozusagen unbürgerliche Formen der Reichtumsverteilung, in denen es vielleicht aber auch sozusagen eine neue Öffnung überhaupt gibt, sozusagen für eine Transformation der gesellschaftlichen Ordnung, nachdem offensichtlich deutlich geworden ist, dass diese gesellschaftliche Ordnung quasi ihre eigene Geschäftsordnung längst verlassen hat. Ja? Insofern auch eine Menge kreative, neue Energien dadurch freigesetzt werden können. Ich glaube, dieser Punkt der paradoxen oder ambivalenten Entwicklung ist wichtig festzuhalten. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf zurück, weil natürlich, ich sage mal, eine Versuchung groß ist, sozusagen die Drastik sozusagen der einer Betonung dieser regressiven Seite auch sozusagen gesellschaftlich zu nutzen, zumindest in der Tradition der Frankfurter Schule, der ich mich auch im weitesten Sinn natürlich zurechne. Ich würde gerne nochmal, weil wir es gerade bei Habermas hatten, nochmal gerne an einem Punkt bleiben. Geht ja jetzt gar nicht um Habermas, sondern um die Fragen dahinter. Ich meine, ich sag mal, in der aktuellen Debatte über Gleichheit und Ungleichheit spielt ja nach meiner Beobachtung dieser Begriff der Öffentlichkeit und natürlich auch des Zusammenhangs von Öffentlichkeit und Demokratie leider, würde ich sagen, eine relativ, also nicht die Rolle, die dieser Begriff verdienen würde. Dieser ganze Ungleichheitsdiskurs wird von einigen natürlich nochmal mit der Frage der demokratischen Öffentlichkeit verbunden, aber ich finde, dass, also nach meinem Eindruck könnte dieser Zusammenhang stärker beschrieben werden und das Problem dahinter. Deswegen jetzt nochmal ganz direkt die Frage, wenn du sagst, okay, diese ökonomische Macht vermittelt sich eigentlich letztlich über mediale Öffentlichkeit ganz zentral. Wie würdest du denn, das muss ich unbedingt nochmal nachfragen, das jetzt nochmal abgleichen mit der Entwicklung und Zerfaserung der Öffentlichkeit digitalisierungsgetrieben? Würdest du wirklich sagen, dass diese Monopole, du hast sie genannt, Facebook etc., dass die letztlich Treiber sind einer zerfaserten Öffentlichkeit? Oder ist das irgendwie, oder ist das eigentlich nicht die Problembeschreibung, die wir brauchen, weil wir zum Beispiel sagen würden, naja, diese extreme ökonomische Ungleichheit, die mit diesen Monopolen zusammenhängt, ist ein Riesenproblem, aber doch nicht sozusagen so eine Agenda, die jetzt über Facebook und Google machtpolitisch gefahren wird, um die Privilegien zu sichern. Also da muss ich nochmal nachhaken, wie du den Connect siehst, sozusagen von medial vermittelter Öffentlichkeit und Digitalisierung. Ich rekurriere da, weil ich selber jetzt gar kein Medienforscher bin, ja, aber weil ich ja einen Begriff genommen habe, Refeudalisierung, der aus der Forschung über Medien und Öffentlichkeit kommt. Ich rekurriere da auch auf die gegenwärtige Medienforschung und habe mir angeschaut, wie beschreiben die eigentlich das, was jetzt gegenwärtig passiert. Und das wird tatsächlich in den Begriffen auch einer neuen Krise von Öffentlichkeit beschrieben. Danach haben wir es nicht nur, also mit unglaublich erfolgreichen und mächtigen ökonomischen Monopolen zu tun, ja, also bei diesem Big Five des digitalen Zeitalters, sondern sozusagen wir haben es mit einem interessanten und wahrscheinlich in dieser Weise bisher einzigartigen Vorgang zu tun, wo wir auf der einen Seite die Herausbildung dieser weltweiten Machtzentren haben, ja, die teilweise tatsächlich sozusagen in Privathand sind, und auf der anderen Seite von diesem, also über das, was sie anbieten, also über,
über die digitale Kommunikation so etwas eine, wie eine nicht mehr enden wollende Segregation des öffentlichen Raumes sich vollzieht, ja? Wo gewissermaßen jeder sich in seiner Wohlfühlecke sozusagen befindet und wo es, so wird es beschrieben, immer zunehmend schwieriger wird, aus diesen aus diesen Online-Landschaften der eigenen Aufmerksamkeit so etwas sozusagen wie die generellen Fragen, die generellen Forderungen, die verbindenden Perspektiven zu organisieren. Und mit Ungleichheit hat das natürlich viel zu tun, ja? Weil Ungleichheit ist immer ein Aushandlungsgeschäft, ist ja nicht nur sozusagen eine rein ökonomische Verteilungsordnung, sondern Ungleichheit ist auch immer Resultat politischer Aushandlung. Und diese politischen Aushandlungsprozesse werden dadurch nicht gestärkt, dass sich heute die Formen von Öffentlichkeit sich in diesen jeweils segregierten Aufmerksamkeitslandschaften vollziehen, die gegeneinander teilweise, wie wir das jeden Tag sehen können, in den sozialen Netzwerken, in den sozialen Medien, teilweise sozusagen extrem feindlich gegeneinander abgrenzen. Ich denke, das ist unbestritten. Nur würdest du das auch sozusagen auf diese Diagnose der ökonomischen Ungleichheit zurückführen, dass es diese Zerfaserung des digitalen Raums gibt? Oder könnte man das auch so beschreiben, dass man sagt, okay, da gab es einen Technologiesprung in einem deregulierten Raum, aber natürlich könnten wir sozusagen auch mit den Playern jetzt mal überlegen, was heißt eigentlich öffentlicher Raum im digitalen Zeitalter? Das könnte man überlegen. Man kann nur den Effekt dadurch, dem Effekt nicht entgehen, dass man bei all diesen Überlegungen diese digitalen Player wiederum noch stärker machen würde. Interessant. Okay, dann muss ich unbedingt, wir kommen da drauf zurück, dann muss ich unbedingt jetzt nochmal eine sehr grundsätzliche Frage stellen, die bei dir ja auch sozusagen im Schnelldurchgang jetzt eingeführt wurde. Wie geht es auch anders bei 40 Minuten? Im Grunde genommen hatte ich den Eindruck, in deinen Thesen ist ja eigentlich eine ganze Globalisierungstheorie auch nochmal irgendwie enthalten oder implizit. Und dazu vielleicht mal ein, zwei Nachfragen, nämlich Entschuldigung, ich muss doch jetzt mal kurz hier ein Gespräch führen, bevor, das werden Sie gleich sehen, eine Vielzahl von Einzelfragen kommen wird, auf die wir uns freuen, aber die auch dem Referenten schwierig machen wird, mehr zu machen, als dann sozusagen das der Reihe nach nochmal abzuarbeiten. Also, ich sprach von drei Fragen, die werde ich jetzt stellen. Die Globalisierungsthese. Ist es nicht, also könnte man mit Blick auf den Zustand der sagen wir mal, alten Industrienationen nicht auch ein diagonales Bild zeichnen, das so aussieht, dass man sagt, im Grunde genommen haben wir in relevanten Teilen der Welt globalisierungsgetrieben einen enormen Zuwachs der Mittelschicht in diesen Gesellschaften. Also eigentlich sozusagen das Gegenteil einer Stände, sondern eine dynamische Mittelschichtsgesellschaft mit dem Effekt, dass sozusagen die alten westlichen Industrienationen in ihren sozusagen Wohlstandsarrangement natürlich extrem verunsichert sind und dann auch wieder sozusagen einen umgekehrten Effekt in einem gewissen, ab einem gewissen Punkt haben. Ja? Weil das würde deine These gar nicht falsch machen, aber es würde sie sozusagen nochmal im Zuge einer globalen Entwicklung eigentlich noch mal ein Stück weit sozusagen relativieren. Ne? Ja, das ist eine völlig berechtigte Frage. Wenn man auf globale Verhältnisse abstellt, wie sich dann eigentlich die Ungleichheit im globalen Maßstab vollzieht. Und es gibt eben, wie berechtigterweise immer gesagt wird, zwei parallele Prozesse. Auf der einen Seite nimmt die Ungleichheit
zwischen den Nationen, ja, nimmt die Ungleichheit zwischen den reichen und den ärmeren Nationen ab, wenn man die Ungleichheit sozusagen dieser Länder insgesamt betrachtet. Auf der anderen Seite nimmt die Ungleichheit in allen diesen Ländern extrem zu, unsere Länder sozusagen eingeschlossen. Innerhalb der Länder also vertieft sich die Ungleichheit ungeheuer und zwischen den Ländern sozusagen ebnet sich oder verringert sich die Ungleichheit, ja, in mancher Hinsicht. Eine Erklärung, die dann, das ist die Erklärung oder eine Folge, die dann immer aufgeführt wird, auf die auch du abstellst, ist das Erstarken der Mittelschichten in diesen Ländern, die insgesamt einen Zuwachs von Wohlstand haben. Das ist aber nicht in all diesen Ländern der Fall. Das ist, dass wir sozusagen den Wohlstandzuwachs einer stärkeren Mittelschicht zu verdanken haben, sondern in nicht wenigen Ländern haben wir den Prozess, dass der Wohlstandzuwachs dieser Länder insgesamt damit zu tun hat, dass auch dort die Oberschichten extrem sehr viel mehr Einkünfte haben, ja, als sie das in früheren Zeiten gehabt haben. Also nicht immer entspricht einer gewissen Annäherung der Ungleichheitsverhältnisse auch die Entwicklung einer entsprechenden Mittelschicht. Trotzdem haben wir natürlich in China oder Indien enorme Wachstumsraten in diesem mittleren Segment. Okay, also, ja. Okay. Gut, ihr Lieben, ich hoffe, die drei Fragen waren genehm. Und jetzt brauchen wir erstmal ein Saalmikro. Wo ist es? Schönen guten Abend. Und wir würden es jetzt einfach mal so machen, dass wir von links nach rechts einfach mal eine ganze Reihe von Fragen drannehmen und dann wieder Sieghard an dich nach vorne zurückgeben. Bitte fassen Sie sich einigermaßen kurz, dann kommen möglichst viele dran. Bitte schön. Dankeschön, Hans Jessen. Ich bewege mich seit 40 Jahren zwischen Soziologie auf der einen Seite und elektronischen Medien auf der anderen Seite, also zwischen NECT und ARD. Deswegen sind mir die Punkte, die Sie angesprochen haben, einigermaßen vertraut. Was ich interessant finde als Begriff, das Wesentliche scheint mir eigentlich bei Ihnen zu sein, nicht so sehr der Begriff des Neofeudalismus, sondern der Begriff des Paradoxen. Denn das ist das, was wir im Moment erleben. Sie haben das schon mit dem Vertigo-Beispiel begriffen. Ich glaube, dass die Globalisierung und vor allem die Globalisierung auch der Kommunikation, wie Marshall McLuhan das auch schon mal gesagt hat, das globale Dorf, alles rückt, auch wissensmäßig, informationsmäßig, viel enger aneinander. Und dadurch, dass es enger aneinander rückt, werden die Unterschiede umso gravierender sichtbar. Wir haben also Scherkräfte von Annäherung, Zentripedalkraft und Zentrifugalkraft gleichermaßen. Und diese Gleichzeitigkeit, ein zweites Beispiel, wenn ich das noch sagen darf, erleben wir in den Social Media in extremer Weise. Sie haben recht, gerade die sozialen Netzwerke ermöglichen es Menschen, aus dem Diskurs, dem gesellschaftlichen Diskurs, komplett auszusteigen, sich in ihrer jeweiligen Wohlfühlzone nur noch zu verstärken. Jeder, der zum Beispiel Social Media verfolgt, im Diskurs um den Ukraine-Konflikt, wir hundert- und tausendfach erleben wir Diskutanten, Foristen, die sozusagen nur noch Russia Today oder andere Sachen sich wechselseitig bestärken. Das ist ein Ausstieg aus dem Diskurs, aber die gleichen Social Media führen dazu, dass Unternehmen, unabhängige Recherchejournalisten wie Bellingcat, mit Hilfe der Social Media Truppenbewegungen der Sowjettruppen analysieren können, mit dem sie jegliche staatliche Zensur unterlaufen. Das heißt also, wir haben das Paradox, das ein und dasselbe Instrumentarium Tendenzen der Ungleichheit erzeugt
und Tendenzen der Unfreiheit erzeugt und Tendenzen extremer Freiheit. Und ich glaube, das kriegt man nicht im Begriff des Neofeudalismus untergebracht, sondern wirklich nur in dem Begriff des Paradoxen, des Paradoxons, mit dem wir vermutlich als gesellschaftliche, permanente, gegenläufige Bewegung zukünftig leben müssen. Vielen Dank. Vielen Dank. So, jetzt bitte ich, okay. Klewski ist mein Name. Ich fand das sehr interessant, was Sie dargelegt haben zur Öffnung der Sozialstruktur in der Richtung einerseits von oben, die neuen Oligarchien, andererseits die Wiederkehr unfreier Arbeit. Was Sie nur gestreift haben, und das darauf zielt meine Frage, sind die Gründe. Sie haben gesagt, im Bereich der unfreien Arbeit, das wird sehr stark befördert von internationalen Migrantenströmen, also die Hausmädchen, der Hausmädchenblock. Ist das Ihr Primärgrund? Also ich würde etwas Sie animieren, ob Sie ein paar Erklärungen für diese beiden Bewegungen von oben und von unten ins Bild bringen könnten. Weil dann könnte man auch weiter überlegen, was kann man dagegen machen. So würde man ja sagen, also diese Mittelstandsgesellschaften haben einfach geschlafen. Ja, die haben geschlafen, der Gesetzgeber hat geschlafen, die Steuergesetzgebung war falsch. Sie haben sich kein Bild gemacht von dem, was finanzkapitalistisch in ihren Ländern sich ereignet hat. Vielen Dank. Ist das was? So, jetzt würde ich im linken Flügel noch kurz bleiben und eine dritte Wortmeldung dran nehmen. Da müssten Sie noch mal kurz Handzeichen geben. Okay, da waren noch ein paar mehr, dann gehen wir jetzt hier nach vorne. Guten Tag, Martin. Mich würde mal interessieren, die Rolle des Wandels. Also Sie haben ja so ganz eindrücklich gesagt, vom Feudalismus zum Bürgertum, da waren ja die Menschen die tragenden Kraft, die neuen Entdeckungen, die Wissenschaft und so weiter. Das waren ja alles, damit kam das Bürgertum an die Macht durch die Industrie. Nun haben wir eine Phase, wo sich ja die Robotik, also wir haben ja jetzt riesige Werkhallen, wo kein Mensch mehr arbeitet, sondern Roboter. Und die Arbeitsproduktivität ist unermesslich hoch. Und Menschen werden nicht mehr gebraucht. Die Menschen sind jetzt, wie Sie es dargestellt haben, in diesem Service-Sektor, der nicht noch zu mechanisieren ist. Wie glauben Sie, wie wird die zukünftige Triebfeder sein? Wir haben es ja gesehen, dass immer durch Umwälzungen, auch durch Katastrophen, durch Revolutionen wieder etwas Neues entstanden ist. Wie glauben Sie jetzt aufgrund dieser gegenwärtigen Situation, wo eigentlich der Fortschritt eigentlich nur noch durch die Wissenschaft und Technik und dieser Service, der eben noch nicht mechanisiert werden kann, durch eine Fülle von Individuen gestaltet wird. Wie kommt von diesen Menschen irgendwie jetzt, wie kann von diesen Menschen außerdem, dass es Flüchtlinge gibt, die ja nun, das wissen wir ja, aufgrund der wirtschaftlichen Strukturen in ihren Ländern nicht mehr leben können, zu neuen Situationen Struktur führen. Wie glauben Sie, darüber hinaus können diese Menschen etwas für die Weiterentwicklung beitragen? Beiden Fragen vielleicht. Noch eine? Oder? Nee. Okay. Ihren ersten Kommentar, kann ich nur zustimmen. Also da weiß ich jetzt, also was Sie als Paradox nochmal beschrieben haben, ja. Das geht ganz in die Richtung meiner eigenen Überlegungen. Insofern wollte ich darauf jetzt erstmal gar nicht reagieren. Was der Herr dort hinter Ihnen gesagt hat, woran liegt es? Ja? Ich meine, generell beschreibe ich die Situation als eine, die dadurch gekennzeichnet ist, dass wir durch den Aufstieg des Finanzkapitalismus im Zuge sozusagen einer Globalisierung, eine Öffnung der Märkte haben, die etwa dazu geführt hat, ja, die Öffnung der Märkte im Zuge von Globalisierungsprozessen hat dazu geführt, auch wiederum zu einer paradoxen Entwicklung, dass auf einmal Ausbeutung von Arbeitskraft möglich war, ohne sozusagen, ohne Marktverhältnisse. Ja, die Öffnung der Märkte hat dazu geführt, dass sozusagen Arbeitskräfte verfügbar waren, sozusagen, die ich nicht über den Markt gewissermaßen einbinden muss. Ja.
Und das hat einfach sozusagen mit einer gesellschaftlichen Dynamik zu tun, die im Wesentlichen bestimmt wird sozusagen von den Gewinninteressen natürlich einer der gegenwärtigen Ökonomie. Und die Einschränkung dieser Interessen, ja, das heißt auch sozusagen die Rückbindung etwa von Arbeit an Vertragsverhältnisse, das ist ja kein Selbstzweck, sondern es dient ja sozusagen dem Schutz der Interessen der Arbeitenden, wäre sicherlich in diesem Segment eine sinnvolle Entwicklung. Was Sie gesagt haben, wie geht diese Entwicklung weiter? Wie kann man sich das vorstellen? Sie hatten auf die Roboter, auf die Digitalisierung abgestellt. Ich glaube, insgesamt, das hat auch sehr viel mit dem Finanzmarktkapitalismus zu tun, insgesamt können wir sagen, dass die moderne kapitalistische Gesellschaft doch dadurch gekennzeichnet war, dass sie nolens volens, ob man wollte oder nicht, zwangsläufig auf die Kooperation von sozialen Gruppen und Klassen angewiesen war. Ja? Das war gewissermaßen das notwendige politische und gesellschaftliche Geschäftsmodell des bisherigen Kapitalismus, wie wir ihn kennengelernt haben. Ja? Das heißt, wenn man Unternehmen führen wollte, wenn man Produkte herausbringen wollte, wenn man Märkte erobern wollte, bedurfte man der Kooperation und der Kooperationswilligkeit großer unterschiedlicher Sozialgruppen. Da heraus ist die Gesellschaft des Kompromisses, des sozialen Ausgleiches, in welcher Form auch immer entstanden. Sozusagen, es gab einfach Kooperationsnotwendigkeiten. Wir haben nun insbesondere wirtschaftliche Entwicklungen, die zur Folge haben, dass man sich von diesen Kooperationsnotwendigkeiten sukzessive sozusagen freimachen kann. Das hat gewissermaßen zu dieser Entbindung auch einer wirtschaftlich führenden Oberklasse geführt, die nicht mehr darauf angewiesen ist, zur Realisierung ihrer eigenen Gewinne, sich der Kooperationswilligkeit anderer Sozialgruppen zu versichern, weil diese Sozialgruppen etwa nicht mehr gebraucht werden, ja, weil die Gewinne realisiert werden auf den Finanzmärkten, wo es nicht mehr darauf ankommt, sozusagen kooperative Beziehungen der Produktion oder was auch immer einzugehen. Und ich glaube, diese Art der Entbindung ist es, mit denen wir jetzt konfrontiert sind, wo wir darüber nachdenken, wie wir die unbeschrittenen etwa Vorzüge bestimmter technologischer Entwicklungen und vielleicht sogar die unbestrittenen Vorzüge mancher Entwicklungen der Finanzmärkte, wie man das beibehalten kann, sozusagen aber gleichzeitig neue gesellschaftliche Kooperationsformen entwickelt, die dann eben auch die Grundlage sein können für Kompromisse, sozialen Ausgleich, soziale Integration. Mohsen Masarrat, ich habe zwei Fragen. Wie erklären Sie, dass ausgerechnet die Sozialdemokratie bei der Refeudalisierung, also ich nehme Ihren Begriff, und die Grünen, wo wir hier sitzen, wo sie, gerade diese beiden Kräfte eine sehr wichtige Rolle gespielt haben, ohne dass auch daraus in der Gesellschaft der Widerstand, ein Widerstand, den Sie auch pointiert gesagt haben, aus dieser Form von Refeudalisierung entsteht auch ein Widerstand, wo dieser Widerstand dann auch nicht entstanden. Sehen Sie da einen Zusammenhang oder wie erklären Sie das? Die zweite Frage, die Reichen Spitze,
Das hat sich bei Ihnen auch sehr deutlich herausgestellt. Sie lebt nach einer, sie erwirtschaftet Geld nach einer völlig anderen Logik als die wir im Kapitalismus kennen. Also Leistung, Organisierung, Wertschöpfung im Betrieb, das ist ja nicht der Fall bei den, besonders bei der gegenwärtigen Situation und Einkommensspitze. Sie haben auch den Begriff Rente in der Beziehung verwendet. Das ist leistungslos und es kommt irgendwie in die Hände dieser Spitzenverdiener. Müsste man außer dem Begriff Refeudalisierung auch nicht nach Triebkräften dieser neuen Klasse, dieses neuen Modells sozusagen suchen, das uns deutlich macht, was also dahinter, das erklärt, wie es dazu gekommen ist. Also ich würde zum Beispiel vorschlagen, dafür die Macht, die insgesamt, die Macht als eigenständige Instanz, nicht die Wirtschaftsmacht, sondern die Macht auch durchaus aus dem Feudalismus zurückgeblieben und gewachsen im Kapitalismus, dass die Macht etwas Neues schafft, nämlich diese obere Schichten, die, wo die Logik des Wirtschaftens eine ganz andere ist. Nämlich Dankeschön. Einfach Umverteilung. So. Michael Wilhelmi, mich interessiert vor allem die Frage, nicht nur nach den Ursachen zu gucken, sondern wie können wir das ändern? Denn im Grunde genommen ist ja, sagen wir mal, die Kapitalkritik ist überall heute am Wachsen. Fast 90% der Deutschen wünschen sich ein anderes Wirtschaftssystem. Jetzt ist mal die Frage, es ist ja auch deutlich gesagt worden, unsere politischen Eliten sind eben auch sozusagen eingekauft von den Reichen. Das heißt, die benutzen das politische System, um sich zu stabilisieren. Demokratie ist sozusagen ein Schutzmantel für diese Eliten. Und meiner Ansicht nach ist also die Frage, wie kann man, wo, an welcher Stelle kann man das ändern, dass das, was eigentlich Demokratie heißt, nämlich im Grundgesetz Wahlen und Abstimmungen, wie können wir da hinkommen, wenn nur diese politischen Eliten das Grundgesetz so erweitern könnten, dass wir wirklich zu Abstimmungen, zum Beispiel auf der Bundesebene oder auf der europäischen Ebene, kommen könnten? Wie kann man das erreichen, dass an der Stelle die politischen Eliten, auch die Grünen oder die SPD, aufwachen, weil sie sonst immer weniger Mitglieder kriegen? Ich würde für mich persönlich sagen, ich werde nur noch eine Partei wählen, die mit aller Deutlichkeit sagt, wir setzen, und nicht bloß eine kleine Unterschrift, Nebensatz in unser Parteiprogramm, sondern welche Partei kämpft für einen Bundesvolksentscheid? Das ist das Einzige, was meiner Ansicht nach heute noch Sinn hat zu wählen. Okay, vielen Dank. Jetzt sind wir nochmal bei einem ganz anderen Aspekt, direkte Demokratie und Repräsentation. Ich würde trotzdem jetzt hier vorne nochmal zwei Stimmen dran nehmen und Sieger, dann bist du wieder dran. Ja, Jürgen Mayer, meine Frage ist, glauben Sie, dass die aktuelle Legitimationskrise der politischen Parteien in allen europäischen, nordamerikanischen Ländern damit zu tun hat? Und glauben Sie, dass das Mainstream-Parteiensystem, das diese Zustände ja geschaffen hat, von konservativ über sozialdemokratisch bis liberal und grün, die waren ja alle, bis heute sind sie ja verheiratet mit der Ideologie des Neoliberalismus, glauben Sie, dass dieses System auch wieder in der Lage ist, diese Neofeudalisierung wieder rückgängig zu machen, oder glauben Sie, dass das System darüber zerbrechen wird, weil das Volk das nicht mehr akzeptiert? Da würde ich mal kurz anschließen. Ich habe nämlich auch die Frage gehabt, Sie sehen die Oligarchien als ökonomisch bedingt. Gibt es nicht eine andere Oligarchie, nämlich die Politik, die politische Kaste, die Manager der Politik? Sind die nicht, wie mein Nachbar gerade sagte, eingekauft? Oder vielleicht auch nicht eingekauft, die haben ja auch eigene Interessen, am Ruder zu bleiben. Sollten Sie nicht diese Oligarchie auch betrachten?
Wenn man sich die Statistiken über die Vermögens- und Einkommenskonzentration ansieht, dann ist das so unglaublich, so verheerend, dass eigentlich alle Mittelschichten und alle politischen Parteien dagegen aufstehen müssten und sagen müssten, die Vermögensteuer muss erhoben werden, die Erbschaftssteuer muss gesteigert werden und so weiter. Es geschieht aber nicht. Frau Wagenknecht ist fast die Einzige, die sowas noch fordert. Ich habe bei Versammlungen der Grünen jetzt gemerkt, der Wille, da etwas zu tun, ist nicht sehr stark. Also kann man wirklich nicht sagen. Da muss man sich fragen, woran das liegt. Ich glaube, das liegt daran, dass diese Mainstream-Parteien dem Mainstream der Mittelschichten, nämlich der Angst, sehr viel mehr verbunden sind als dem Zorn auf die Oligarchen. In dem Sinne, dass diese Mittelschichten Angst davor haben, in die Unterschicht abzugleiten. Das bewegt die viel mehr als die Möglichkeit, von dem Reichtum der obersten Reichen noch was abzubekommen. Und das ist die eigentliche Gefahr, dass man überhaupt keine Repräsentanten mehr findet, die noch bereit sind, da etwas zu tun. Also diese Abgeltungssteuer ist eine solche Katastrophe und so weiter. Okay, vielleicht sollte ich versuchen, sozusagen, das waren ja alles Fragen, die in Richtung des politischen Systems gingen, sage ich mal. Ja? Ich versuche es ganz knapp zu machen. Sie haben völlig recht, als Sie gesagt haben, es waren doch sozialdemokratische, eher linke, ja, Parteien, die die Deregulierung des Finanzmarktes durchgesetzt haben. Das war Bill Clinton in den Vereinigten Staaten, ja, der das auch mit den Subprimes dann sozusagen mit ermöglicht hat. Das war Labour in Großbritannien. Und das war die rot-grüne Regierung in der Bundesrepublik, die Regierung Schröder-Fischer, die die letzten Barrieren, ja, also freier Finanzmärkte, beseitigt hat. Warum hat man das gemacht? Auch hier ein paradoxer Prozess gewissermaßen. Man hat es gemacht in der Erwartung, und deshalb waren es gerade Demokraten, waren es Labour, waren es die Sozialdemokraten, in der Erwartung, man hätte in der Finanzindustrie so etwas wie eine Geldmaschine, die den notorischen Ressourcenmangel des Staates beheben würde. Man hat gedacht, dass man sozusagen vermittels der Finanzindustrie sozusagen einen sprudelnden Quell von Staatseinnahmen hätte, über die man dann wieder steuernd eingreifen könnte. Und man hat gedacht, dass man gewissermaßen, indem man die Finanzmärkte dereguliert, sozusagen letztendlich den Staat, den man politisch vorgestanden hat, stärker machen würde. Das Gegenteil ist, wie wir wissen, passiert. Man hat sozusagen die Finanzmärkte dereguliert und damit die Staaten in Abhängigkeit von den Finanzmärkten gebracht. Genau das Gegenteil von den Erwartungen. Also insofern gibt es da einen systematischen Zusammenhang. Trotzdem würde ich sagen, was der Herr hier vorne gesagt hat, dass die politische Klasse mitunter gar nicht als eine Klasse und schon gar nicht als eine Oligarchie, sozusagen, die aus eigenem Recht regiert, ja, zu beschreiben ist. Dafür ist sie vielfach viel zu schwach. Ja? Dafür ist sie zu schwach und von Unwägbarkeiten abhängig, die man auf der Seite sozusagen der ökonomisch Vermögenden gar nicht zu gewärtigen hat. Man kann überhaupt nicht davon ausgehen, dass die heutige politische Klasse eine besonders sozusagen einflussreiche, dauerhafte Position hätte. Wir sehen doch allein an dem, gut, bei Angela Merkel ist es und der CDU ist es nicht der Fall, aber wenn Sie allein nur schauen, also welchen Durchlauf es etwa auf Seiten der deutschen Sozialdemokratie gibt, was die Spitzenkandidaturen in den letzten Jahren betroffen hat, dann wird deutlich, dass es hier sozusagen keine wirklich stabilen Machtzentren gibt. Was glaube ich wesentlich ist für die politische Entwicklung, das ist das, was Urs Müller-Plantenberg auch angesprochen hat, das politische System in vielen Ländern hat sich jetzt im Augenblick, ändert es sich gerade in einer Weise, die uns hier alle nicht gefällt,
hat sich sozusagen auf die Mittelschichten konzentriert. Die Mittelschichten sind immer stärker diejenigen gewesen, die überhaupt am politischen System beteiligt waren, aktiv oder als Wähler. Die Mittelschichtsinteressen sind die Interessen gewesen, die am meisten politische Resonanz gefunden haben. Andere Interessen haben das nicht gefunden. Und bei den, was nun das Verhältnis der Mittelschichten zu den Finanzmärkten und zu den ganzen gesellschaftlichen Konsequenzen der Finanzmärkte betrifft, so sind sie in einer ambivalenten, selbst widersprüchlichen Position. Auf der einen Seite findet sich in den Mittelschichten gewissermaßen der wertbezogene Protest gegen die Verwilderung, ja, eines unbürgerlichen Kapitalismus, der auf Leistung, Bildung, Wettbewerb nichts mehr zählt und völlig ungerechtfertigte Reichtumsgewinne an der falschen Seite gewissermaßen zulässt. Auf der anderen Seite sind aber gerade die Mittelschichten weltweit diejenigen, die ihre eigenen Vermögensinteressen mit angedockt haben an die Finanzmärkte, über die Lebensversicherungen, über die Vermögensbildung etc. Und immer gedacht haben, ja, dass sie selber von einer Prosperität der Finanzmärkte selbst profitieren würden. Und diese, sie sind gewissermaßen Kritiker auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit ihren eigenen materiellen Interessen an die Finanzmärkte gebunden. Darauf hat, glaube ich, das politische System implizit immer auch Rücksichten genommen und hat andere Bevölkerungsschichten ausgeschlossen. Andere Bevölkerungsschichten, die jetzt in den Parteien, die wir gegenwärtig rechtspopulistisch nennen, versuchen, die Resonanzen zu erzeugen, die sie über zwei Jahrzehnte nicht gefunden haben. Übrigens auch nicht sozusagen bei den Grünen und anderen Parteien, die sich erfolgreiche Verdienste erwiesen haben, wenn es darum geht, sozusagen die soziale Ungleichheit über Diskriminierung oder durch Diskriminierung zu bekämpfen. Da sind Parteien wie die Grünen vergleichsweise erfolgreich gewesen, was man in der Sozialwissenschaft sozusagen auch die horizontale Ungleichheit nennt. Ja? Die Ungleichheit, die einfach zustande kommt durch die Diskriminierung des Alters, des Geschlechts, der Religion, der Hautfarbe etc. Es hat eine 20-30-jährige Politik gegeben, die erfolgreich Ungleichheit durch Diskriminierung bekämpft hat. In derselben Zeit hat aber die Ungleichheit vermittelt über die soziale Lage entschieden zugenommen. Und möglicherweise gibt es da auch einen Zusammenhang, ja, dass die vertikale Ungleichheit von oben nach unten sozusagen zugenommen hat, im selben Maße, wie sich die Konzentration auf die horizontalen Ungleichheiten der Diskriminierung konzentriert haben. So, jetzt würde ich auch eine interessante These, über die man noch lang weiter diskutieren könnte. Ich würde jetzt aber gerne zum feierlichen Abschluss unseres Abends hier auf den von mir aus rechte Seite gehen und da auch noch mal ein paar Stimmen dran nehmen. Ich schlage vor, wenn Sie einverstanden sind, dass wir dann so viertel nach neun unsere heutige Runde schließen. Gut. Also ich bin leider durchs Unwetter etwas aufgehalten worden, aber ich möchte dem Herrn da vorne auch noch mal das Wort reden sozusagen. Also mir sind natürlich solche akademischen Diskurse schon beruflich nicht fremd, aber ich möchte jetzt wirklich mal die Gretchenfrage stellen. Ist es nicht wirklich so, dass man das nicht immer nur larmoyant beklagen kann oder nach Schuldigen suchen, sondern was ist wirklich als Bürger, als einigermaßen aufgeklärter Bürger, wäre eigentlich unsere Möglichkeit, dort endlich mal einen Keil reinzutreiben? Die Frage wäre, ich will jetzt gar nicht das Wort AfD unbedingt reinsetzen, aber ich würde es fast so sagen, brauchen wir eine neue APO, also eine neue außerparlamentarische Opposition? Oder, auch wenn das nicht unbedingt in unserer Temperamentsgeschichte ist, wir sehen doch, was in Frankreich passiert. Also das heißt, ich sehe in diesem Deutschland, dass einfach egal, wer sozusagen am Ruder ist, eigentlich die lustig vor sich hin regieren können. Und es gibt eigentlich kaum einen Aufschrei, weil sie haben natürlich auf der anderen Seite wieder recht.
Es gibt auch relativ wenige, auf der, wie Sie sagten, auf der Horizontale, wenig Solidarität. Wobei ich jetzt auf Ihre letzte Bemerkung nur kurz sagen wollte, es gibt kleine Stellschrauben, die man schon per Gesetz verordnen könnte. Ad 1 in Frankreich müssen Sie bei einer Stellenausschreibung das Jahresgehalt angeben. Und Sie müssen natürlich auch, Sie können die Steuererklärung abrufen, ist Gesetz. Und soviel ich weiß, ganz genau weiß ich es jetzt da nicht, aber sagten mir Freunde, dass selbst die USA ein Gesetz erlassen haben, schon vor langem, dass es verboten ist, in einer Stellenanzeige eine Altersangabe anzugeben. So. Angeblich hat man das hier in Deutschland jetzt ein bisschen nachjustiert, aber gucken Sie sich mal die Stellenanzeigen an, regt sich keiner drüber auf. Aber das ist jetzt genau meine Frage, ganz pragmatisch und fokussiert. Müssten wir nicht tatsächlich einfach, Beispiel TTIP, in bestimmten Bereichen die direkte Demokratie wirklich einführen oder erkämpfen, um einfach zu sagen, stopp, hier nicht mit uns, da missbraucht ihr das, was ihr repräsentativ nennt, denn dafür habt ihr kein Mandat. Das ist nicht irgendwie eine Blankovollmacht für 4 Jahre. Schnell 2 kurze Punkte und einen 3. Punkt, den ich meine, den Sie uns unterschlagen, aber vielleicht sehen Sie ihn selber nicht. Das eine ist, ich habe gar nichts gegen Marktlücken, die besetzt werden. Ich finde es sogar viel schlimmer, wenn sie nicht besetzt würden, weil eine Marktlücke, die besetzt wird, hilft dabei, die Bedürfnisse und die Nachfragen zu befriedigen. Was ist daran schlecht? 2. Punkt ist, Sie verwenden den Begriff Feudalismus und spitzen alles auf die Geldmehrung zu. Und ich merke auch bei anderen, die hier Beiträge liefern, für die ringt sich alles um, wer viel Geld hat, ist Feudalist. Was ist denn das? Können Sie dazu eine Erklärung abgeben? Ich könnte den Vortrag auch halten, nämlich über unsere Behördenwelt, wie die herrschaftlich Machtmissbrauch vornimmt. Und das kann nachher auch ein feudalistischer Ansatz sein. Deswegen, ich würde gerne wissen wollen, wo Sie die Unterscheidung zu oder den Begriff Feudalismus, genau wie Sie den definiert haben. Und das, was Sie uns unterschlagen haben, ist, und der Goldschatz, finde ich, noch nie in unserer heutigen Zeit, bis heute war es so, dass wir derart vor unseren Augen vorgeführt bekommen, die bisher verdeckten und unsichtbaren strukturellen Verhältnisse, die bisher unseren Planeten Erde regiert haben. Und dies ist Macht, wenn man darüber informiert wird. Wir kriegen heute Erkenntnisse um die Eigentümer, Initiatoren, die Wirkkräfte, die Profiteure, die Schäden, die Wirkkräfte. Alles können wir heute beobachten. Fazit, jeder von uns hier genießt etwas, ein Privileg, sondergleichen. Vor Augen kann er sich die realen Verhältnisse vor Augen führen und somit den Weg in seine Freiheit finden. Nirgends, und zwar nur über das Widerspiegeln der realen Verhältnisse. Und damit passiert gerade vor unseren Augen das, was uns alle befreien kann, jeden Einzelnen für sich und sich adäquat in die Welt zu stellen, so wie er nachher möchte und sein Leben zufrieden leben kann. Und da braucht er nicht deswegen andere bekämpfen, bekriegen nach 100 Jahre alten Rezepten, wie ich jetzt hier langsam raushöre. Das ist meine persönliche Meinung. Also der Goldschatz ist der Transparentisierungsprozess, der vor unseren Augen stattfindet, der einfach hier zu wenig zur Geltung kommt. Okay, danke schön. So, jetzt noch eine letzte Wortmeldung. Vielen Dank, mein Name ist Lennart Jansen. Ich finde in dem beim ersten Beitrag erwähnten Paradoxon steckt vielleicht auch eine Lösung. Also es sind sehr viele gegenläufige Entwicklungen. Wir können den Fokus auf die Negativen legen. Wir können den Fokus auch ein bisschen optimistischer adjustieren. Und da glaube ich tatsächlich, dass an vielen Fronten, was Demokratie angeht, was Medien angeht, was vielleicht jetzt Transparenz angeht, überhaupt die Möglichkeit, eine öffentliche Debatte zu führen über ein hochkomplexes Thema TTIP in Brüssel, das wäre vor 30 Jahren wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Ein Volksentscheid über die Frage, ob man den Neoliberalismus abschafft mit Ja und Nein, wird ein bisschen schwierig, nicht? Das ist die Frage, was macht man dann? Also ich glaube, es ist schon eine gute Idee, bei einem vielleicht oft schwierigen und trägen und der persönlichen Eitelkeit nicht immer zufließenden demokratischen Handwerk zu bleiben.
einzelne Maßnahmen, seien sie steuerlicher Art oder andere Gesetzgebungen, über einen parlamentarischen Prozess und natürlich über Zivilgesellschaft auch parallel dazu in der Gesellschaft durchzubringen, die Ideenentwicklungen in diesen Paradoxien, die wir beobachten, die wir nicht mögen, entgegenwirken. Nicht? Und das ist aufwendig, das ist kleinteilig, das ist kompliziert. Die Paradoxie ist meistens nicht gut mit einem Bauchgefühl zu begreifen. Aber ich glaube, wir haben heute mehr Chance denn je, tatsächlich einzugreifen und da positive Strömungen zu stärken und negativen Einhalt zu gebieten. Ich weiß nicht, ob ich den Fragen jetzt wirklich gerecht werden kann, die jetzt noch formuliert worden sind. Ich möchte das ein wenig zusammenfassen, vielleicht aus meiner Perspektive nochmal. Es ist ja vielfach gesagt worden, und das ist, glaube ich, richtig, dass der Widerstand gegen die Verselbstständigung ökonomischer und politischer Macht sehr breit geworden ist in der Bevölkerung. Der Unmut ist sehr groß. Ja? Wenn man sich etwa auch anschaut, wie man auf solche Prozesse wie etwa TTIP reagiert. Womit hat das zu tun? Das hat damit zu tun, dass der Unmut gewissermaßen, der braucht überhaupt gar nicht revolutionär zu sein und der ist überhaupt gar nicht revolutionär, sondern der Unmut ist so breit, weil er sich speist aus dem Gefühl, dass die Geschäftsordnung, die sich diese Gesellschaft selber gegeben hat, in ihrer politischen Verfassung und in ihrer sozialen und ökonomischen Verfassung mit spektakulären Formen sozusagen vor aller Augen verletzt wird. Das heißt, der Widerstand ist so groß, weil die Prinzipien eingeklagt werden, an die man sich eigentlich, von denen man annimmt, dass die gesellschaftlichen Institutionen sich eigentlich an sie halten müssten. Das, finde ich, ist erstmal eine gute Grundlage für moderne Formen sozusagen eines aufgekehrten Bürgerprozesses, Protestes, der sich genau dagegen richtet, dass politische Maßnahmen, politische Entscheidungen, ökonomische Entwicklungen eintreten, die diese Geschäftsordnung verletzen. TTIP ist dafür ein Beispiel. Nicht ohne Grund richtet sich der Unmut etwa gegen die Existenz dieser privaten Schiedsgerichte, ja, die dabei wären, öffentlich legitimierte Institutionen in ihrem Recht auszuhebeln. Und natürlich fühlt sich dann eine demokratisch legitimierte Bürgerschaft in den eigenen Rechten beschnitten und begehrt dagegen auf. Das finde ich völlig richtig. Im politischen System käme es darauf an, dass dieser Bürgerprotest, wie gesagt, der sich an nichts anderes hält als an die normative Geschäftsordnung dieser Gesellschaft selber, dass dieser Bürgerprotest eben auch aufgegriffen wird und dass man dort nicht etwa faule Kompromisse eingeht, die man dann tatsächlich auch in der Bevölkerung nicht mehr versteht. Das ist der eine Punkt. Ja? Und ich glaube, insofern stellt das, was ich versuchte zu beschreiben, also das, was ich als paradoxen Prozess der Refeudalisierung beschreibe, tatsächlich eine Konfliktlinie dar. Das ist nichts, was sozusagen automatisch sich vollzieht, sondern das ist etwas, woran sich gerade auch der Widerstand artikuliert. Aber es gibt nicht nur eine Form, gewissermaßen so der immanenten Kritik, ja? Sondern es gibt sozusagen auch durchaus also weitergehende Perspektiven. Denn wenn immer klarer wird, dass wichtige gesellschaftliche Gegebenheiten, wie etwa die wirtschaftliche Verteilungsordnung, also keinen ökonomischen Sachzwängen oder Sachregeln entspricht, sondern im Grunde genommen eine politische Setzung ist, ja, Ausdruck politischer Kräfteverhältnisse, Ausdruck politischer Entscheidungen ist, die man auch anders treffen könnte, dann öffnet sich natürlich auch Verteilung, ökonomisches Eigentum, überhaupt ökonomische Teilhabe und gesellschaftliche Teilhabe selbst wieder für den politischen Beteiligungsprozess. Dann wird deutlich, wenn diese
dieser Neofeudalismus gewissermaßen etwas ist, was nur durch die Gunst der politischen Macht zustande gekommen ist, dann wäre bei einer Veränderung politischer Verhältnisse sozusagen, wären auch andere wirtschaftliche Verteidigungs- und Beteiligungsverhältnisse wären denkbar. Und auch hier sieht man eine Bewegung, die jetzt gewissermaßen über die Geschäftsordnung auch hinausgeht und sagt, wir leben doch eigentlich in einer Zeit, in der viele Voraussetzungen dafür gegeben wäre, so etwas wie Kollektiveigentum, ja, wie Commons, wie Gemeineigentum, ja, wieder entstehen zu lassen. Es gibt eine weite Widerstandsbewegung gegen die fortwährende Privatisierung von Kollektivgütern. Es gibt in der Gesellschaft einen zunehmenden Anspruch darauf, dass kollektive Güter, die letztendlich von uns allen finanziert werden, auch kollektiv wieder zur Verfügung stehen müssen. Und es gibt die nicht unzutreffende Beobachtung, dass wir eigentlich viele ökonomische und technologische Bedingungen erfüllt haben, uns in den Genuss dieser Kollektivgüter auch bringen zu können. Insofern glaube ich auch, ist es kein Zufall, dass wir auf der einen Seite diese Zuspitzung auf die neuen Oligarchien haben und auf der anderen Seite eine durchaus breite Bewegung für eine neue Form gesellschaftlicher Teilhabe. Ja? Und auch das ist eine Konfliktlinie, die uns möglicherweise in der nächsten Zeit mehr beschäftigen wird. Und das politische System, die politischen Parteien, sind gut beraten, dass sie dem tatsächlich auch Rechnung tragen, ihre Konzentration auf bestimmte Interessen in bestimmten Schichten sozusagen diese Konzentration in Frage stellen und den politischen Raum für Alternativen wieder zu öffnen und sozusagen die Alternativen und die Öffnung der Alternativen nicht den politischen Kräften zu überlassen, die in der Tat zurück wollen, ja, zu einer Bundesrepublik von 1955 oder wie auch immer. Ja. Wenn man politische Alternativen nur auf der Seite zulässt, dann muss man sich nicht wundern, dass das sozusagen auch attraktiv erscheint. Es kommt darauf an, eigene Alternativen zu benennen, die man dem entgegenstellen kann. Aber Siegert, eine ganz kleine Nachfrage nochmal zum feierlichen Abschluss. Müsste man sich dann nicht viel mehr Gedanken machen über politische Institutionen, die auch irgendwie dieser Überwindung der Nation und des nationalen Rechnung tragen, anstatt das Primat der Politik auf dem direkten Weg, nämlich auf dem Rechten, einzulösen, indem man einfach wieder renationalisiert? Nein, das ist richtig, aber man muss auch gerade auf der Seite des aufgeklärten Liberalismus bis auf der Seite sozusagen der Linken sehen. Wir erleben jetzt einen Widerstand gegen etwa die EU, weil unter unserer eigenen Beteiligung die EU ein Eliteprojekt sozusagen von Globalisierungsgewinnern sozusagen erscheint, von denen andere Bevölkerungsgruppen Aber was ist der Weg raus? Das heißt, ist der Weg raus? Wie bitte? Was ist der Weg da raus? Das ist ein weites Feld. Okay. Also du meinst, die nationale Politik kann es richten? Nein, das meine ich nicht. Erstmal, also ich würde denken, es ist, gut, das ist wirklich ein weites Feld. Ich glaube, wir sollten zur Kenntnis nehmen, dass in allen modernen Gesellschaften, es wäre einfach illusionär, das anzunehmen, sozusagen der Bezugsrahmen der nationalen Gesetzgebung und der nationalen politischen Machtverteilung natürlich ein eminenter Bezugsrahmen ist, ja, der überhaupt nicht zu vernachlässigen ist. Also es wäre völlig illusionär, wenn man das vernachlässigen würde. Bedarf, glaube ich, einer Art von Selbstkritik, die transnationalen Prozesse und Institutionen, die wir in Gang gesetzt haben. Ich habe lange Zeit sozusagen der Habermaschen Sichtweise nachgehangen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt sozusagen die europäische ökonomische Einigung zum Guten wie zum Schlechten über den Euro
hinbekommen. Jetzt müssen wir die demokratischen Institutionen nachwachsen lassen. Mhm. Ich bin letztendlich vor allen Dingen durch die Euro, also durch das, was mit Griechenland passiert ist und mit Spanien und mit Portugal, sehr skeptisch geworden, ob es uns wirklich gelingt, in dem Sinne eine Demokratisierung der europäischen Institutionen herbeizuführen, wenn wir auf der anderen Seite ökonomische Elemente wie den Euro eingeführt haben, die faktisch die Suprematie, die Vorherrschaft, ja, bestimmter Interessen, bestimmter Nationen gewissermaßen zementieren. Und ich glaube, dass man darüber neu nachdenken muss und dass es ein Fehler wäre, die offensichtlichen Schwächen, die offensichtlichen Nachteile sozusagen transnationaler Organisationen wie auch der EU, die Thematisierung dessen der politischen Rechten zu überlassen. Ja, das dürfen wir, glaube ich, insgesamt nicht tun und das müsste eine Konsequenz sein. Nochmal einen dicken Applaus für Sieghard Näcke. Meine Damen und Herren, ich danke für die Aufmerksamkeit und das Mitwirken. Wir sind mit unseren Themen noch lange nicht zu Ende, werden es vermutlich auch nie sein. Und das führt unter anderem zu einer Konsequenz, nämlich, dass wir, wenn Sie mögen, uns am 26. September wiedersehen. Auch du, Sieghard, bist herzlich eingeladen. Dann geht es nämlich um die Frage des Zustands der Öffentlichkeit. Und wir freuen uns sehr darauf, den Faden, den wir heute ja auch hatten, da dann weiter zu diskutieren. Wenn Sie heute noch ein bisschen weiter reden wollten, unten gibt es was zu trinken, Sie sind herzlich eingeladen. Einen schönen Abend.